Und damit herzlich willkommen zurück bei Skibidi Defense. Herzlich willkommen zurück bei eurem Tjulfa, Freunde. Wir sind zurück im Meme-Event und werden da heute reinjetten. Ich habe euch im letzten Video gesagt, lasst einen Daumen nach oben da. Wir werden Titan Ohio Man freischalten. Wer noch nicht weiß, wer Titan Ohio Man ist, lasst ihn mich euch zeigen. Das ist der Typ hier. Sieht brutal aus, das Ding, ja. 45.000 Schaden pro Sekunde. Und den werden wir uns heute unter den Nagel reißen. Wie immer, wenn euch die Videos gefallen, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Lasst natürlich auch gerne ein Abo da, Leute. Und an der Stelle, ist euch das eigentlich schon mal aufgefallen in Skibidi Defense? Hier steht schon seit Wochen Coming Soon. Hier drüben in dem Bereich auch. Ich meine, was ist denn hier Coming Soon? Weiß das jemand von euch? Haben die Entwickler mal irgendwann irgendwas gesagt? Ich meine, wir haben hier schon den PvP-Modus. Wir haben immer Events. Hier ist ja eigentlich alles drin. Was wollen die hier oben noch hinmachen? Aber eines Tages werden wir es bestimmt rausfinden, Freunde. Aber wir werden uns jetzt Titan Ohio Man freischalten. Wir brauchen 50 Level im Event Pass. Und ich sage euch eins, diese Level einfach so freizuschalten, indem wir das Spiel spielen, dauert übel lange. Es dauert übel lange. Wir könnten ja diese Quests machen, ne? Wo wir hier irgendwie die insane Schwierigkeit irgendwie besiegen müssen oder so. Und selbst das sind nur 2000 Erfahrungspunkte, aber das dauert locker eine Viertelstunde pro Quest, bis wir das haben. Deswegen, Leute, ihr kennt mich. Wir machen das Robux-Ding. Wir können hier jetzt direkt 10 Stufen überspringen. Warte, kann ich das nochmal kaufen? Okay, Leute, ich kaufe jetzt den kompletten Pass. Ich kaufe den kompletten Pass. Das sind fast 4000 Robux, die wir jetzt hier reinscheppern. Aber dann können wir direkt den Titan Ohio Man einmal testen, Leute. Was das Ding so drauf hat. Ich meine, 45.000 Schaden, das ist schon eine Ansage. Das ist verdammt viel. Eine der stärksten Einheiten, die wir dann jetzt haben. So, und die letzten 10 Level gekauft. Wir drücken mal. Ich drücke einfach Claim All, Leute. Guck mal, wir haben den kompletten Pass freigeschaltet. Das komplette Ding, alles, was hier drin ist. Ich drücke Claim All und wir bekommen einfach alles. Jetzt werden hier natürlich noch einige Kisten geöffnet, weil wir sehr, sehr viele Kisten jetzt auch bekommen haben, die hier jetzt geöffnet werden. Kriegen wir nochmal was Gutes? Nee, kriegen wir nicht. Mann. Aber Freunde, das ist auch alles egal, weil wir haben jetzt Titan Ohio Man. Aber ihr kennt mich, Freunde. Die richtig guten, seltenen Einheiten brauchen immer eine Verzauberung. Ohne Verzauberung geht's nicht. Deswegen hauen wir ihn mal direkt hier rein. Ich würde sagen, entweder brauchen wir die Master-Verzauberung oder mindestens Sniper. Mindestens Sniper. Mal sehen, wie lange es dauert. Ihr seht hier oben 567. Mal sehen, wie oft ich jetzt draufklicken muss. Und da ist es soweit, Leute. Die Sniper-Verzauberung. Wir mussten circa, wie viel hatte ich eben? 79? Also fast 40 Mal an den Ding drehen. Aber es hat hingehauen. Direkt Sniper-Verzauberung. Das heißt, wir werden eine Reichweite von 130 haben. Bei 45.000 Schaden. Ich bin mal sehr gespannt, ob er auch Flächenschaden macht. Aber ich glaube nicht. Wir gehen mal in den neuen Backrooms-Modus rein, der uns letztes Mal so viele Kopfschmerzen bereitet hat. Mal sehen, ob wir es dieses Mal schaffen. Weil vielleicht braucht man einfach den Titan Ohio Man, um diesen Modus hier zu schaffen. Ich meine, wie gesagt, unglaublich viel Schaden wird er machen. Ich habe jetzt nur gerade direkt einen Fehler gemacht, Leute. Wir werden jetzt direkt ein paar Einheiten durchlassen müssen, die uns hier Schaden machen, weil ich Sonar Woman falsch platziert habe. Naja, das kann mal passieren, ja. Fehler passieren den Besten hier, diese beiden. Die werden jetzt direkt durchkommen, aber nicht so schlimm. Wir drücken einfach Skip und wir ignorieren das Ganze einfach. Und wir stehen hier nochmal so nah Woman hin. Let's go. Aus irgendeinem Grund kostet dieser komische Ohio Man auch nur 1500, obwohl dieser Nugget-Typ, der ist ja gar nicht so selten, oder naja doch, aber der kostet irgendwie 2500. Keine Ahnung, was es damit auf sich hat, aber wir stellen ihn jetzt erstmal hier hin. Guck dir die Reichweite direkt an. Let's go. Und der macht direkt richtig Damage. Alter, der macht direkt irgendwie 1000. Alter, wie greift denn der an? Das sieht ja krass aus. Ey, der macht direkt fast 1000 Schaden pro Sekunde. Ey, es ist so heftig, wie viele Einheiten hier durchkommen, Leute. Dieses Game macht mich wahnsinnig. Oder dieser Event-Modus macht mich wahnsinnig. Wie kann es sein, dass hier am Anfang schon so viele Einheiten durchkommen? Also, ein Upgrade kostet 3000. Mal sehen, ob wir so weit überhaupt kommen. Ich habe so meine Bedenken. Aber egal, wir werden uns einfach wiederbeleben. Okay. Ja, er macht halt. Also, er ist brutal krass. Wird eine brutal starke Einheit. Und garantiert. Okay, wir beleben uns direkt wieder. 29 Robux. Wird garantiert eine brutal starke Einheit. Vor allem auf Max-Level, wenn man den irgendwo reinmacht. Aber dieser Modus hier ist wirklich. Ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll. Dieser Modus hier ist so krank. Ich bin echt gespannt auf eure Meinung. Ich nehme das hier gerade natürlich alles ein bisschen im Voraus auf. Deswegen habe ich auch im letzten Video natürlich noch keine Kommentare gelesen. Aber ich glaube, das hier ist der heftigste Event-Modus. Der schwerste Event-Modus, will ich damit sagen.
den wir bis jetzt hatten. Ich kann mich nicht zurückerinnern, dass wir mal einen Modus hatten, wo es so schwierig war, einfach nur die Map durchzuspielen. Wo man sich echt anstrengen musste, dass man einfach nur den normalen Mode irgendwie durchspielen konnte. Aber wir haben jetzt gleich fast die 3000. Dann haben wir schon mal den Titan Ohio Man direkt auf Level 2. Noch mehr Reichweite, noch mehr Schaden. Und das brauchen wir auch. So. Es reicht nicht ganz. Warte mal. Mach mal die Cloner-Toilette noch platt. Jupp, okay. Alter. Okay, ich habe ihn geupgradet, aber die Cloner-Toilets, die können wir nicht mehr aufhalten. Junge, Junge, Junge. Okay, nächstes Upgrade. $5000. Mal sehen, ob wir das hier in dem Modus noch schaffen. Vielleicht müssen wir auf eine andere Map. Aber der mit seinem Energiestrahl hier, der räumt schon ordentlich auf, ne? Also macht er schon sehr, sehr gut. Und der Titan sieht auch brutal krass aus, ne? Können wir da mal drüber sprechen, wie cool der auch einfach aussieht. Richtig nice Optik hier. Okay, wir upgraden mal kurz alle Scientists, weil wir brauchen das Geld, definitiv. So, wir haben jetzt mal ganz geschickt die Map gewechselt, Leute. Das war mir einfach auf dieser Event-Map. Leute, ich sehe da einfach kein Land, ne? Es funktioniert einfach nicht. Ich turne da auf dieser Event-Map rum. Ich komme nicht voran. Wirklich, ich schaffe diese Map nicht. Und wir wollen ja den Ohio Man einmal auf Max-Level erleben, was er dann kann. Vor allem, wie das mit der Reichweite aussieht durch das Sniper-Upgrade, weil das muss ja brutal werden gleich. Warte, was sind das hier schon wieder? Ey, jetzt werden selbst die Cloner-Toilets hier schon wieder frech, oder was? So, Upgrade direkt hier. Direkt ein Upgrade. Okay, danke dir. Okay, sehr gut, sehr gut. Wir räumen doch auf. Wir räumen doch auf. Okay, hier nochmal 1000er Upgrade. Die ganzen Scientists auch erstmal hochpushen. Und dann werden wir jetzt gleich Stück für Stück den Ohio Man auf Max-Level flöten. Ich will echt mal sehen, was der hier dann anrichtet. Weil ich glaube, der wird hier einmal überall komplett neue Löcher bauen oder so. Keine Ahnung. Was kostet das nächste Upgrade? 5000. Okay. Die sparen wir mal eben zusammen. Und das geht jetzt sogar recht schnell, weil wir in dem Modus halt wirklich jetzt mit Autoskip und doppelte Geschwindigkeit arbeiten können. Nächstes Upgrade auf Level 4 kostet schon 10.000, aber auch die sollten wir jetzt schnell haben. Ja, guck mal, wie schnell das Geld hochgeht. Okay, nice. So, und dann macht er 3.000 pro Angriff und hat einen Cooldown von 0,13. Also das sind schon fast 30.000 pro Sekunde, die er gleich auf Level 4 machen wird. Das ist schon mal eine Nummer. Und zack, sind die 10.000 auch da. Jetzt ist er schon auf Level 4. Ändert sich eigentlich sein Aussehen? Ich glaube nicht, ne? Der verändert sich nicht. Okay. Und als nächstes haben wir dann schon die 45.000. Also wir zahlen jetzt noch einmal 16.000 fürs nächste Upgrade für Level 5. Und dann haben wir schon die 45.000 Schaden pro Sekunde und eine Reichweite von 130. Ihr werdet gleich mal sehen, wie weit das ist, ne? Der steht jetzt hier und Reichweite ist schon bis hier hinten. Ja, bis hier an den Rand der Map im Grunde genommen. Und das wird gleich noch größer. Und zack, einmal ganz entspannt, 16.000er Upgrade, 45.000 Schaden pro Sekunde. Der hat auch keine hübschen Fertigkeiten oder so, ne? Wir haben, gibt hier schon immer richtig viele Einheiten, die dann, keine Ahnung, Fertigkeit XY haben. Der nicht. Der sieht einfach nur krass aus und haut 45.000 Schaden raus. So lobe ich mir das, Freunde, so lobe ich mir das. So, Welle 27, wir sind übrigens im Insane-Modus. Also den absolut schwersten Schwierigkeitsgrad, den es eigentlich hier gibt. Ich will nämlich mal testen, ob das neue Event wirklich so schwer ist. Weil wenn wir den Insane-Mode jetzt ganz easy schaffen, dann ist es ein sehr, sehr schweres Event. Weil das sind die gleichen Einheiten, mit denen wir eben im Event-Modus waren. Aber sagen wir einfach, dass selbst der Insane-Mode uns jetzt... Oh, nee, wir haben es noch geschafft aufzuhalten. Ich dachte gerade schon, dass diese Einheiten jetzt durchkommen. Wir haben ja schon wieder so komische... Was sind das? Sawblade-Toilets. Mit vier Armen einfach. Die kommen ultra weit gerade. Warte, wir können nochmal den Ohio Man auf Max-Level pushen. Let's go. Aber die haben wir gerade nur ultra knapp aufgehalten. Ich weiß nicht, vielleicht sollte ich Autoskip doch ausmachen. Wir müssen ja nicht komplett auf Vollgas durch den Modus durchrushen. Aber ich hätte tatsächlich gedacht, dass Insane-Mode ein bisschen einfacher zumindest wird. Aber... Ja, vielleicht ist der Event-Modus doch nicht so schwer, wie ich dachte. Vielleicht sind die Einheiten einfach schlecht. Aber gerade nochmal alle Scientists jetzt hochgepusht, Leute. Dann können wir nämlich jetzt gleich mal diesen komischen... Wie heißt der nochmal? Diesen merkwürdigen Nugget-Man hier hin platzieren, den wir jetzt neu haben. Vielleicht kann der uns den Hintern retten. Ich meine, was zur Hölle macht der hier überhaupt? Was ist das für ein Ding? Diese Meme-Einheiten sind so strange. Aber sehen, weil der ist, glaube ich, auch recht stark. Ich glaube, auf Max-Level pusht der auch ordentlich Damage pro Sekunde. Der kostet nämlich auch 10.000 auf Level 4, aber nur 15 auf Level 5. Okay, also er ist eine Kante günstiger als der Ohio Man, aber macht 35.000 Schaden. Also ein bisschen weniger, aber mit den Effekten hier, Bruder. Aber er macht Flächenschaden. Das also könnte uns auf jeden Fall hier durchhelfen. Oder auch nicht. Warte mal, was ist denn das hier? Komm.
Okay, die sind einfach durchgerusht. Leute, keine Ahnung. Haben die irgendwie in den Updates irgendwie den ganzen Modus schwieriger gemacht? Das ist ja gestört. Und seit Wochen ist es endlich mal wieder soweit, Freunde. Wir stellen uns einer Glücksrad-Challenge in Toilet Tower Defense. Die letzte Glücksrad-Challenge ist schon eine Weile her und ich habe die Glücksrad-Challenge nochmal ein bisschen geändert. Es gibt ein paar neue Sachen, um es schwerer zu machen, weil in letzter Zeit war es ja viel zu einfach. Deswegen lasst ihr gerne immer einen Daumen nach oben und ein Abo da, wenn euch die Glücksrad-Challenges gefallen. Wir holen uns noch hier kurz unsere Belohnung ab und wir gehen direkt rüber, um am Rad zu drehen. Und hier sind wir auch schon bei Glücksrad Nummer 1, was heute wieder unsere Schwierigkeit entscheiden wird. Und je nachdem, welche Schwierigkeit, ihr seht es hier, ja, beim Albtraummodus dürfen wir 3 Einheiten jetzt nur noch benutzen, sonst waren es 4. Aber das war zu einfach, deswegen nur noch 3 Einheiten und auch im Hard-Mode nur 2 Einheiten. Und wie immer, Freunde, wenn irgendwer von euch hier extra Glück hat, ja, irgendwer kann wieder 10.000 Robux gewinnen. Falls gleich das Glücksrad bei 10.000 Robux landet, dann verlose ich unter allen Leuten, die einen Kommentar schreiben, 10.000 Robux. Das haben wir schon mal gemacht und es wird Zeit, dass wir das mal wieder machen. Das heißt, wir drehen am Glücksrad, Freunde, und wir landen auf dem Albtraummodus. Alter, 3 Einheiten Albtraummodus. Oh Mann. Aber ich habe mir gerade überlegt, die 10.000 Robux verlosen wir trotzdem, Freunde. Ist egal. Machen wir einfach trotzdem. Schreibt mal alle einen Kommentar und unter allen Leuten, die einen Kommentar schreiben, werde ich 10.000 Robux verlosen. Schreibt einfach mal eure Lieblingseinheit aus Toilet Tower Defense in die Kommentare. Ich suche mir einen aus. Und jetzt dürfen wir 3 Einheiten auswählen für den Albtraummodus, Freunde. Schauen wir mal. 3 Einheiten ist wirklich krass für Albtraum. Das wird schwierig. Und wir kriegen Ninja Cameraman. Das ist ganz gut für den Anfang. So, wir machen unser Team schon mal clear und dann Ninja Cameraman. Also ist jetzt nicht mega krass, aber gute Anfangseinheit, 2000 Schaden pro Sekunde, ja, das ist in Ordnung. Aber wählen wir unsere zweite Einheit aus, hoffentlich noch etwas Stärkeres. Irgendwer, der etwas stärker ist, bitte. Toxic Upgraded Cameraman. Let's go! Leute, das ist strong. Der macht 45.000 Schaden und verlangsamt die Toiletten. Das ist richtig stark. Aber wir haben noch eine dritte Einheit, die wir auswählen müssen. Mal sehen, wen wir hier jetzt noch bekommen. Und der Pfeil landet auf Camera Woman. Das ist eine der schlechtesten Einheiten im Game. Mist. Das hat ja sehr gut angefangen, Freunde, aber Standard Camera Woman und Standard Cameraman und Standard Speakerman sind halt die schlechtesten Einheiten, ne? Aber okay, die ersten beiden Einheiten sind sehr, sehr gut. Damit haben wir eine Chance. Jetzt ist nur die Frage, welche Map wählen wir jetzt am besten? Ich glaube, wir gehen in Palm Paradise, Freunde. Wir nehmen meistens Palm Paradise für diese Challenges. Ist einfach eine gute, praktische Map dafür. Das einzige Problem, was ich jetzt sehe, sind mal wieder die Betäubungseinheiten, Leute. Das ist das größte Problem und das Schwierigste beim Albtraummodus, diese Betäubungseinheiten zu besiegen halt irgendwie, ne? Weil wenn du betäubt bist und du dich nicht heilen kannst, ja, da hast du ein Problem, ja? Hast du schon mal versucht, im Schlaf irgendwo hinzurennen? Nee, das funktioniert nämlich nicht. Aber nicht so schlimm, wir werden das schon hinkriegen. Wir platzieren erstmal unseren Ninja Cameraman hier und lassen den jetzt erstmal arbeiten. Wir können ruhig Autoskip anmachen am Anfang. Der Ninja Cameraman wird hier schon einiges rausreißen. Den werden wir jetzt erstmal so schnell wie möglich, so stark wie möglich machen. Und dann können wir gleich unseren Toxic Cameraman rausholen. Der wird uns dann ordentlich hier den Hintern retten. Und immer noch nice, wie hübsch diese neuen Maps sind, ne? Die neuen Maps sehen einfach so gut aus. Richtig, richtig stark, wie die das umgebaut haben alles hier. Okay, wir brauchen jetzt erstmal ein Upgrade möglichst schnell. $200 bitte. Da haben wir auch schon $200. Zack, einmal ein Upgrade. Also Ninja Cameraman kann jetzt easy die ersten Wellen machen. Da mache ich mir gar keine Gedanken. Ja, wir müssen jetzt nur irgendwie lange genug durchhalten, um $2000 zu haben. Und Toxic Upgraded Titan Cameraman wird dann auch einiges schaffen. Ja, der hat ja auch gute Range. 65er Range, Leute. Das ist heftig. 45.000 Schaden pro Sekunde. Das ist noch viel krasser. Ja? Der wird uns ordentlich den Hintern retten. Obwohl wir hier jetzt ein bisschen Probleme sogar haben. Ich platziere jetzt lieber mal noch einen schnell. Aber es sind ein paar Einheiten durchgekommen. Der wurde nämlich gerade betäubt hier von der Dual Claw Toilet, Leute. Das hat uns ordentlich Probleme bereitet. Und jetzt kommt die Dual Claw Toilet sogar durch. Okay, ich habe auch Autoskip jetzt mal ausgemacht. Wir müssen jetzt gerade erst mal schauen. Jetzt müssen wir erst mal. Oh, jetzt hier die ganzen Spider Toilets auch noch. Oh, Leute. Die kommen. Oh, die kommen weit. Also die kommen durch. Die kommen nicht nur weit, die kommen durch. Das ist schlecht. Okay, wir haben ihn jetzt auch schon mal auf Level 2.
Jetzt müssen wir wenigstens hoffen, dass wir diese Bosse hier schaffen. Das wird jetzt nämlich kritisch. Wenn wir die nicht komplett down kriegen... Oh, Leute, ich glaube, vielleicht habe ich mich ein bisschen übernommen. Also, ich hätte Autoskip, glaube ich, nicht so lange anlassen dürfen. So, warte mal. Wir hauen mal schnell noch hier diese Glasses-Toilet platt. So, dann können wir den hier auch noch upgraden. Bis auf Level 3. Das reicht trotzdem nicht für die Bosse. Oh. Mein, wenn wir die jetzt erstmal durchlassen, ist jetzt nicht so schlimm. Die können ruhig erstmal. Oh, Leute. Aber ich lasse die beiden hier jetzt erstmal arbeiten. Die beiden sollten trotzdem reichen von der Power her, dass wir jetzt erstmal die $2000 zusammenkriegen. Für Toxic Upgraded Cameraman. Und dann können wir den hier so hinstellen. Dann kann er hier noch angreifen. Vielleicht schaffen wir es dann, die Bosse noch aufzuhalten. Obwohl das sehr, sehr knapp wird. Ich bin mir jetzt gerade aber nicht sicher. Hier kommt jetzt eine Spider-Toilet und Dual-Claw-Toilet kommt durch. Wir haben jetzt $1000 hier am Start. Ich drücke nochmal Skip, haben wir $1100. Das wird knapp mit $2000, die wir brauchen, um hier den Toxic Upgraded hinzustellen. Ich glaube, einen Boss müssen wir durchlassen. Aber ich weiß nicht, ob das nicht schon zu viel ist, versteht ihr? Oh, und hier oben haben wir jetzt auch schon Probleme. Ich hätte anders spielen sollen, glaube ich. Ich hätte anders spielen müssen. Ich habe zu viel Autoskip gemacht am Anfang. Ich war zu optimistisch. Was soll ich sagen? Ich war zu optimistisch, Freunde. Oh, das hätte viel besser ausgehen können. Und jetzt haben wir hier zwei Mutant Toilets. Nee, ich muss die Upgrades hier vorne machen. Ich muss die Upgrades hier vorne machen und hoffen, dass wir das hier hinten jetzt einfach überleben können. Dass das reicht. Dass die nicht zu viel Damage machen. Weil die Feuerkraft brauchen wir jetzt hier vorne, ja? Damit wir nicht noch mehr Bosse durchlassen, weil dann haben wir noch ein ganz anderes Problem, ne? So, zack, den haben wir aufgehalten, sehr gut. Okay, der eine Boss ist durch, pass auf, Leute. Pass auf, ich stelle den jetzt hier hin und upgrade den hier mal noch mit. Vielleicht schafft der es noch, den ganzen Kram, der hier jetzt kommt, aufzuhalten. Wir stellen einen zusätzlichen Ninja-Cameraman hier hinten hin und hoffen, dass der uns hier jetzt rettet. Ja, den können wir jetzt nochmal upgraden, so, auf Level 4. Auf Level 4 macht er 1000 Schaden schon pro Sekunde, das ist ordentlich. Damit kann er jetzt schon mal arbeiten und kann den Boss hier schon mal aufhalten. So, oh, jetzt haben wir hier auch noch die Flying Buzzsaw-Toilet, die durchkommt, Leute. Oh Mist, oh Mist, oh Mist, oh Mist. Seht ihr, das ist das Problem mit den Betäubungseinheiten im Albtraummodus, ja? Das ist ein riesiges Problem. Oh, jetzt wird er hier auch betäubt von Jetpack Police Toilet. No, aber er wird wieder wach. Oh, aber nicht pünktlich genug. Oh, nee. Oh, wir haben Safe verloren. Ich muss von vorne anfangen. Oder wie viel Schaden macht das? Vielleicht macht er auch nur 50 Schaden. Ich weiß es nicht. Warte. Ja, nein. Okay. Wir fangen von vorne an. Andere Strategie, okay? Und etwas andere Strategie, die jetzt sehr gut funktioniert. Wir haben zwar ein, zwei Wellen am Anfang fast komplett durchlassen müssen, aber die Bosse komplett platt gemacht. Jetzt, wir sind bei Welle 8 und ich benutze jetzt hier diese Camera Woman quasi als Schild, ja? Also wenn wir eine Toilette haben, die Betäubung macht, dann werden erstmal die hier betäubt und die beiden können trotzdem weiterkämpfen. Was ganz gut funktioniert, denke ich. Das wird uns ein bisschen Ärger vom Leib halten. Und wir haben schon einen hier auf Maximallevel. Ninja Cameraman Level 5. Den hier machen wir jetzt auch noch auf Max-Level. Und dann fangen wir an zu sparen auf den Toxic Upgraded Titan Cameraman. Der wird uns dann hier zum Sieg führen. Hoffentlich. Hoffentlich. So, jetzt brauchen wir noch einmal $600. Dann ist der ja auch auf Max-Level. Und guck mal, wie die Mutanten jetzt hier weggefrühstückt werden, ja? Die Mutanten-Boss-Toiletten, die eben noch ein Problem waren. Jetzt easy, okay? Jetzt komplett easy. So, jetzt, warte, kommt jetzt hier auch... Hier kommt jetzt auch gleich zum ersten Mal so eine Kreissägentoilette, ne? Ja, genau. Mal sehen, ob wir die jetzt dann gleich auch easy schaffen. Aber sollten wir denn... Guck mal, noch ein Ninja-Cameraman auf Max-Level. So, und jetzt fliegt hier der Damage richtig rein, Bro. Kriegt der ordentlich Schaden. So, jetzt betäubt er hier, seht ihr? Unser Schild funktioniert perfekt, so wie ich es mir vorgestellt habe. Und jetzt sparen wir Geld auf Toxic Upgraded Cameraman. Der wird dann jetzt hier gleich anfangen, richtig Schaden zu verteilen, okay? Let's go. Da sind auch schon die $2000. Jetzt ist nur die Frage, wo stellen wir den Bruder am besten hin? Ich denke, hier so wäre ganz... Eigentlich hier so. Ja, damit er seine Range erstmal auch komplett nutzen kann und seinen Damage. Und dann würde ich einfach hier... mal noch eine Camera Woman hinstellen, die dann nochmal Betäubung abfangen kann. Die hier verkaufen wir auch mal und stellen hier noch eine hin. Dass die erstmal da sind, um die Betäubung quasi abzufangen. Die sind wie so eine Art Schild hier vorne, wo die Toiletten ihre Betäubung benutzen und alle anderen können von hinten weiter fleißig draufboxen. Guck mal, der macht auch jetzt schon... Alter, der macht jetzt schon... Der macht jetzt schon über 2000 pro Sekunde. Und Splash Damage mit seiner Säure. Krass, Mann. Das ist schon heftig eigentlich, ne? Das ist schon sehr strong. Okay, wenn wir den jetzt gleich noch upgraden, dann geht's hier richtig ab, Mann. Dann, Junge, dann geht's hier richtig los. So, jetzt haben wir hier noch so eine Parasitentoilette. Die wird hoffentlich nicht allzu weit kommen.
Nö, kommt's ja auch nicht. Oh, let's go, Freunde. Können wir sogar ein bisschen skippen jetzt hier zwischendurch. Nice. Vielleicht können wir es sogar schaffen mit diesen Einheiten. Das sind keine guten Einheiten. Also, ne, Toxic Upgraded Cameraman ist natürlich eine gute Einheit. Aber ich meine, das ist kein gutes Setup für Nightmare. Aber es könnte funktionieren. Es könnte wirklich klappen. So, vor allem, weil er auch Betäubung manchmal blockieren kann. Habt ihr ja gerade gesehen. So, jetzt kommen wir aber natürlich echte Banger-Toiletten, ne? Multiclaw Jetpack Toilet ist schon eine üble Nummer. Das ist ein übler Hans. Sollten wir aber auch jetzt recht easy besiegen. Alter, dieser Säureangriff ist so stark, ne? Plus dann noch die Verlangsamung auch jetzt. Puhuhuhu. Okay. Ey, wenn wir den jetzt gleich nochmal upgraden können auf noch mehr Damage, noch mehr Range, dann geht's richtig los. Airplane Toilet ist natürlich sehr schnell jetzt. Bitte einmal den ganzen Damage rein in die Airplane Toilet. Bitte? Danke. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Das habt ihr gut gemacht. Gut. Sehr gut. Vakuumtoiletten, sonst einer unserer schlimmsten Gegner. Jetzt werden die einfach so weggemacht. So, wir können jetzt auch schon mal skippen ruhig. Die Dual Blade Toilet ist kein Gegner für uns. Bringt uns aber ordentlich Kohle. So, jetzt haben wir hier einige Toiletten noch, die man gut wegfarmen kann. Und das erste Upgrade. So, jetzt sieht das schon mal viel besser aus hier. Und er macht schon 5000 pro Sekunde. Hä? Bro, wie viel Damage macht der bitte? Also so früh, meine ich. Das ist schon viel. So, warum ist eigentlich... Hier können wir ruhig den normalen Sound mal wieder anmachen, ja? Ich habe den Game-Sound, die Effekte sonst immer aus, weil die echt laut sind sonst im Endlos-Modus vor allen Dingen immer. Aber hier können die jetzt ruhig mal anbleiben. So, nächster Upgrade, 5000. SOS, Freunde, SOS. Eine Airplane-Toilet ist durchgekommen. Das ist nicht gut. Hätte ich das 5000er Upgrade schon gehabt, wäre das, glaube ich, nicht passiert. Eine Parasitentoilette macht uns jetzt auch noch das Leben schwer. Okay, ich glaube, der einzige Weg, um das jetzt hier zu umgehen, ist, wenn wir hier noch einen Toxic Upgraded platzieren. Hier. Genau hier. So, dann skippen wir jetzt ein bisschen durch und geben dem auch direkt das Level 2 Upgrade. Vielleicht kann der die Airplane Toilet gleich noch aufhalten. So machen wir jetzt schon mal hier vorne noch mehr Damage. Das Ding ist halt, wir haben halt keine Geldeinheiten, ne? Wir haben keine einzige Geldeinheit, dass wir jetzt irgendwie schneller Kohle dazu bekommen. Das ist halt das Hauptproblem, weil Damage würden die mehr als genug machen, ne? Damage würden die definitiv mehr... Na, oh, die Airplane Toilet, nee! Come on, come on, come on, come on, come on, okay. Ich war mir nicht sicher. Ich glaube, die Airplane Toilet hätte uns zu viel Damage gemacht. Oh nein, Multiclaw Jetpack Toilet. Auf einem guten Weg hier vorbeizulaufen. Alter, Vakuumtoilette auch? Leute, okay, ne, die eine ist noch draufgegangen. Junge, okay, es ist wirklich übel. Es ist wirklich übel. Ich platziere den mal jetzt noch weiter hier unten, damit ich noch mehr Damage jetzt gleich hier im hinteren Bereich mache. Weil das wird ein Problem. Ich musste den einen jetzt hier zweimal verkaufen. Ihr seht, wir haben ultra viel Geld dadurch jetzt verloren. Das ist richtig schlecht. Wir hätten ihn hier schon längst auf Level 3 haben können. Was jetzt aber halt einfach nicht ging dadurch. So, und jetzt hier... Oh, Mann. Ob wir das schaffen können, ich weiß es nicht. Das weiß ich jetzt wirklich nicht, ob wir das jetzt hier noch rausreißen können. Das werden jetzt ein paar heftige Wellen, die wirklich ultra knapp werden jetzt. Ich drück schon mal Skip. Vielleicht schaffen wir noch schnell 3000 Dollar, bevor der große Schwarm jetzt gleich ankommt. Dann können wir ihn hier wenigstens schon mal wieder auf Level 2 machen. Schade, dass er die Airplane Toilet eben nicht aufhalten konnte. Hätten wir die eben aufgehalten, dann wäre easy gewesen. Okay, aber wir haben jetzt hier eine Farmwelle. Das sind ja zwischendurch immer mal Wellen, die sehr viel mehr Geld geben. So, und jetzt können wir ihn hier schon mal wieder mit auf Level 2 machen. Okay, das heißt, er sollte es eigentlich schaffen, alles, was hier hinten kommt, jetzt gleich aufzuhalten. In der Theorie. Ja, in der Theorie sollte er es schaffen. Aber jetzt haben wir natürlich schon wieder ultra viel Kram, der hier kommt. So, warte mal. Jetzt erstmal Multiclaw Jetpack Toilet wird attackiert und direkt geplättet. Okay, das ist gut. So. So, Forklift Toilets werden auch locker besiegt. So, jetzt kommt hier der ganze Kram. Zack. Einmal down. Und, come on! Yes, yes, zweimal down. Und dann schafft er auch noch die Vakuumtoilette. Okay, 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 es sieht wieder besser aus. Es sieht wieder besser aus. Jetzt ist wieder das Ziel, 5000 zu verdienen, damit wir ihn auf Level 3 pushen können. Oder ihn hier, wie auch immer. Einen von beiden. Ja, am besten zuerst ihn hier, ist aber im Endeffekt egal. Wenn die erstmal beide auf Max-Level sind, dann brennt es hier sowieso. Aber da müssen die erstmal hinkommen. So. Jetzt erstmal hier Vakuumtoilette bitte angreifen. Ah, guck mal, die Vakuumtoilette hält sogar an. Perfekt. So, jetzt die UFO-Toilette hier. Die hat natürlich viel, viel Leben. Oh no. UFO-Toiletten, die durchkommen. Mist. Alter, das ist so eine gute Strategie hier eigentlich gerade. Aber es sind einfach ein paar Kleinigkeiten, die gerade nicht so funktionieren,
wie sie am besten funktionieren sollten. Das ist schlecht. Also falls wir es jetzt noch schaffen, $5,000 zu bekommen, kriegt garantiert er hier das Upgrade. Das kann ich schon mal sagen. Der braucht das nämlich. Damit wir hinten gleich genug Schaden haben. Das wird eine knappe Nummer, Leute. Ich sag's euch, das wird eine richtig enge Nummer jetzt hier. So, wir haben $2,800 schon mal. Gleich wieder 3.000. Alter, die haben aber auch viel Leben hier, ne? Ich drück schon mal wieder Skip. Wir brauchen mehr Geld. Wir brauchen viel mehr Geld. So, da hinten kommt gleich der ganze Segen. Ob wir bis dahin genügend Kohle haben, ich weiß es nicht. Wenn wir ihn jetzt nochmal auf $5,000 upgraden können, haben wir nochmal eine Chance. Das wird nochmal richtig knapp jetzt. Ansonsten müssen wir, glaube ich, echt nochmal von vorne starten. Okay, okay, okay. Zack, zack. Hier. Dual Flying Buzzsaw Toilet. Machen wir platt. Nee, wir haben nicht... Die eine Ufertoilette hat er. Die andere kriegen wir nicht. Die andere kriegen wir nicht. Und ich weiß nicht, wie viel Schaden die machen wird. Wahrscheinlich zu viel. Ja, die kommt jetzt hier durch. Die kommt hier durch. Hat auch noch 120.000 Leben, Alter. Das wäre ultra schwer geworden, die aufzuhalten. Okay, wir brauchen mehr Damage. Wenn das Ding uns jetzt nicht umbringt, wie viel Schaden macht das Teil? Oh nein! Das gibt's doch gar nicht. Etwas andere Strategie jetzt hier. Wir haben fast noch nichts durchgelassen bei Welle 10. Ich habe jetzt nur einen Ninja-Cameraman hier. Ich kann jetzt schon reinskippen und ich werde den Toxic Upgraded jetzt hier so hinstellen. Ja, wenn wir ihn dann jetzt Stück für Stück upgraden, hat er auch noch Reichweite nach hier hinten, wenn mal was durchkommt. Hat aber dann auch die Reichweite überall in dem Bereich hier oben halt. Und ja, mal sehen. Wir testen erstmal, ob er überhaupt betäubt wird auf die Range hier. Kann auch sein, dass er gar nicht wirklich in Betäubungsrange ist, wenn er da so steht. Sehen wir jetzt schon bei den Minigun-Toilets. Ja, sieht gut aus. Und dann können wir ihn jetzt hier einfach upgraden und mit der Reichweite kann er hier dann später sowieso alles angreifen. Ich denke, das ist ganz gut, weil wenn dann doch mal was durchkommt, muss ich nicht einen hinstellen und verkaufen und hast du nicht gesehen. Und jetzt sparen wir erstmal schön, um ihn möglichst schnell bis auf Level 3 zu kriegen. Nicht nur Level 2, sondern Level 3. Also das 3000er und das 5000er Upgrade. Dann haben wir einen ordentlichen Damage Boost. Ja, ich bin mir gerade nicht mehr ganz so sicher, ob die Strategie hier doch so gut ist, weil schaut mal, was hier jetzt durchkommt. Ich meine, wird uns nicht umbringen, weil wir noch so viel Leben haben, weil wir am Anfang diesmal nichts durchgelassen haben. Aber... ja, diese Airplane-Toilet kommt komplett durch. Die Mutanten-Toilet wird wahrscheinlich nicht durchkommen. Aber die Airplane-Toilet, wie viel Schaden macht so eine Airplane-Toilet? 300? Ja, das waren ziemlich genau 300. Ja, nice. Okay, gut zu wissen. Ich meine, wir sind jetzt noch im Game. Ja, das ist gut. Aber wir brauchen ganz dringend $5,000 irgendwoher. Okay, irgendwer muss uns $5,000 geben. Können wir nicht irgendwie so einen Geldbonus bekommen, dass hier irgendjemand umfällt und $3,000 droppt? Aber es sieht ja gut aus, ne? Wir sind ja trotzdem gut dabei. Wir werden jetzt keine Wave skippen mehr, sondern jetzt einfach nur geduldig auf die 5K warten. Und dann, ja, die Range geht halt nur 5 hoch auf dem nächsten Level. Das ist ein bisschen ärgerlich. Wir bräuchten eigentlich mehr. Ey, ohne Geldeinheit ist es wirklich Krampf, ne? Ohne, dass wir Zusatzgeld bekommen, ist es wirklich brutal, dieses Spiel zu spielen. Wenn man starke Einheiten dabei hat. Oh Leute, ich glaube, ich habe gerade einen Fehler gemacht. Das hier war noch Welle 18. Ich habe jetzt gerade auf Skip gedrückt, weil wir nur noch $200 brauchen. $200 nur für das nächste Upgrade. Und ich glaube, die werden sich jetzt hier alle überlagern, die Gegner. Die werden jetzt hier alle so aufeinander hocken und wir werden die 5000 nur schwer zusammenkriegen. Weil das ja auch noch so ein ultra starkes, so eine ultra starke... Doch, wir haben es! 5000er Upgrade, viel mehr Damage jetzt. Mehr Damage, let's go. Junge, Flying Rocket... Ey, wach auf! Oh, das war knapp. Okay. Der lebt wieder, der lebt wieder. Er hat halt nicht so viel Range dazu bekommen, wie ich mir gewünscht hätte, ja? Alter, da hinten ist noch eine Airplane-Toilet. Nein, 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 die ist zu schnell und hat zu viel Leben noch, oder? Oh, nein. Das Ding ist durchgekommen, weil wir geskippt haben. Okay, warte, wie viel Damage machen wir jetzt gerade? 9000. 9000 pro Sekunde. 9000 pro Sekunde. Wie viel Leben hat diese Airplane-Toilet? 61.000. Ist die mindestens 5 Sekunden in Range? Ne, 7 Sekunden. Warte, wir gucken. Come on, bitte direkt verlangsamen. Zack, ja? Oh! Alter, nein, wir verlieren jetzt deswegen. Das kannst du mir nicht antun. Das könnt ihr mir nicht antun. Skip, Upgrade. Oh, oh Leute, ich glaube, wir schaffen es nicht.
Wir schaffen es nicht mit diesen Einheiten. Mist. Aber jetzt drehen wir erstmal am Rad. Als allererstes entscheiden wir unseren Schwierigkeitsgrad. Und wir kommen auf hart. Und im harten Schwierigkeitsgrad dürfen wir 3 Einheiten auswählen. Na, ihr wisst ja, je nachdem welcher Schwierigkeitsgrad kommt, desto mehr Einheiten dürfen wir auswählen. Bei easy nur 1 Einheit, bei normal nur 2, bei hart dürfen wir 3 Einheiten auswählen. Also schauen wir mal direkt, es gibt ja neue Einheiten im Game, die habe ich direkt alle hinzugefügt und wir bekommen als Einheit Nummer 1 kriegen wir DJ Speakerman, die neue Booster-Einheit DJ Speakerman. Na gut, ich nehme ihn mal mit. Der wird uns nicht viel weiterhelfen. Okay, wählen wir mal die 2. Einheit aus. Hoffentlich was Besseres. Schauen wir mal, was rauskommt. Als Einheit Nummer 2 kriegen wir Dancing Speaker Woman. Oh, das sind keine guten Einheiten heute. Das wird eine knappe Nummer. Dancing Speaker Woman wird ausgerüstet. Macht zwar 5000 Schaden pro Sekunde, aber das reicht nicht für den Hard Mode. Wir brauchen noch irgendwas richtig Gutes jetzt. Sonst schaffen wir es auf keinen Fall. Okay, die letzte Drehung. Die letzte Drehung, die letzte Einheit. Und wir kriegen Titan Speaker Man, aber die Standardversion. Das wird knapp. Schreibt schon mal euren Tipp in die Kommentare, ob ich das schaffen kann oder nicht. Das wird übel. Standard Titan Speaker Man, der macht nämlich auch nur 5000 Schaden pro Sekunde. Das ist unser Team für den harten Schwierigkeitsgrad. Hey, okay, ich stelle mich der Herausforderung. Wir machen es. Wir gehen Pawn Paradise. Let's go. Wünscht mir Glück. Ich kann es gebrauchen. Harter Schwierigkeitsgrad ist ausgewählt. Und ihr seht schon, wir können gar nicht zu Anfang jetzt direkt eine gute Einheit platzieren. Also eine Einheit, die Schaden macht. Wir können erst Dancing Speaker Woman platzieren. Und die hat am Anfang sogar noch einen Cooldown von 3 Sekunden. Ich glaube, wir sparen direkt. Wir machen Autoskip an. Wir sparen direkt Geld auf Titan Speakerman. Aber wenn wir jetzt Dancing Speakerwoman platzieren und die greift nur alle 3 Sekunden an, da haben wir schon verloren eigentlich, ne? Und hier haben wir es auch schon. Sogar bevor die erste Welle hier oben ankommt, können wir ihn platzieren für $500. Mal sehen, wie viel das jetzt schafft aufzuhalten. Ich mache Autoskip erstmal wieder aus und wir lassen ihn erstmal ein bisschen hier arbeiten. Weil alles aufhalten wird schwierig, weil er greift halt auch nur einmal pro Sekunde an, ne? Aber immerhin, wir schauen mal. Oh, und der Titan tut sich hier etwas schwer. Eine kleine Toilette ist sogar schon durchgekommen. Das Problem ist, es bringt mir gerade noch nichts zu skippen, weil das nächste Upgrade kostet 450. Da greift er schon etwas schneller an. Aber selbst wenn ich jetzt skippe, kommen wir noch nicht auf 450. Das heißt, das lohnt sich einfach noch gar nicht. Aber jetzt ist es soweit. Jetzt können wir reinskippen und ihn upgraden. Jetzt haben wir ihn schon mal auf Level 2. Er kann er schon mal schneller angreifen. Eine Reichweite hat er, glaube ich, von 35. Das heißt, wir können ihn vielleicht sogar hier stehen lassen. Und wenn wir ihn upgraden, hat er vielleicht sogar Reichweite bis hier drüben. Müssen wir mal abwarten. Ich meine, wir haben auch eine Booster-Einheit dabei. Machen wir 15% mehr Schaden. Ob uns das jetzt das Leben... Oh nein, jetzt wird er auch noch betäubt. Der Titan kann einfach betäubt werden von einer Dual-Claw-Toilet. Unglaublich. Was kostet das nächste Upgrade? 600 bei dem Bruder. Okay. Na, schauen wir mal. Aber ich werde jetzt trotzdem mal Dancing Speaker, wo man hier vorne schon mal platzieren, damit wir wenigstens ein bisschen was an Einheiten hier vorne schon aufhalten. Weil es ist echt immer nervig, wenn man warten muss, bis die Einheiten ganz hier hinten sind und man dann erst quasi, ja, gegen die kämpfen kann. Ist mega doof. Und deswegen schauen wir jetzt mal, dass wir die Einheiten alle nach hier vorne verlagern. Mal sehen, ob Titan Speakerman das hier hinten alles schafft. Hier wird garantiert was durchkommen. Das sind viel zu viele. Ich meine, er greift jetzt schneller an, aber 0,8 Mal pro Sekunde ist jetzt nicht so viel schneller als einmal pro Sekunde, ne? Aber gut, lassen wir ihn mal machen. Warte, ich kann nochmal skippen und ich upgrade Dancing Speaker, wo man jetzt greift sie schon mal alle 2 Sekunden an immerhin. Oh, sie ist betäubt. Freunde, ich sehe Spaß, wirklich. Ich glaube nicht, dass wir so weit kommen werden in diesem Modus. Ich mache mir wirklich Sorgen. Aber Titan Speakerman überrascht mich. Der schafft es nämlich... Ne, vielleicht schafft er es doch nicht. Doch, er hat es geschafft. Ich habe immer an ihn geglaubt, ich bin ganz ehrlich. Ja? Ich habe immer geglaubt, dass er es schafft. Was kostet hier das nächste Upgrade? 800, ja. Der Witz ist ja auch Dancing Speaker Woman auf Maximallevel und Titan Speaker Man auf Maximallevel. Die machen beide genau gleich viel Schaden, ne? Naja. Und wir haben jetzt hier vorne auch noch einen Titan Speaker Man stehen. Und eventuell mache ich jetzt einen Gamble und ich verkaufe den hier schnell und stelle hier noch einen hin. So, den können wir jetzt zwar noch nicht upgraden, aber all in all müsste das jetzt... Okay, kann sein, dass jetzt ein bisschen was hier durchkommt. Aber ganz ehrlich, die lasse ich jetzt auch einfach durchfahren. Wichtig ist eigentlich, dass wir diese Boss-Toilette und die Minigun-Toilette aufhalten. Aber auch hier bin ich ganz ehrlich, Freunde.
Sieht schlecht aus, Mann. Wir haben ein richtiges Problem. Also das ist jetzt seit erstem oder seit langem mal wieder eine Glücksrad-Challenge, die mir richtig Probleme bereiten wird. Es wird nicht einfach, es hiermit zu schaffen, wirklich diesen Modus zu schaffen. Also rein theoretisch von den Einheiten her, vom Schaden her, ist es vielleicht machbar. Vor allem, weil wir eine Booster-Unit dabei haben. Und die Booster-Units funktionieren mittlerweile mit den alten Einheiten. Also, falls ihr euch da Sorgen macht, das funktioniert mittlerweile. Aber an sich, wir brauchen einfach viel zu lange, um wirklich Schaden zu machen. Weil wir haben keinen Geldbooster. Am Anfang machen die Dinger halt einfach, ich meine, der Titan Speakerman normale Version macht 200 Schaden am Anfang. Er ist jetzt auf Level 2, er macht 300, also 400 pro Sekunde oder so. Und hier rauscht jetzt ordentlich Damage rein. Das Ding ist, die Boss-Toilette wird uns hier gleich, glaube ich, fertig machen schon. Also ich bin jetzt gerade hier, also ist gerade ein Gamble, den ich hier mache, Freunde. Ich will einfach mal gerade schauen, ob wir den Damage, der jetzt hier kommt, verkraften können. Ja? Können wir das aushalten, die ganzen Toiletten, die hier jetzt durchkommen? Wir hatten ja fast volles Leben. Hier so eine Parasitentoilette. Oh, die hat 60 Schaden gemacht. Warte, wie viel Schaden macht so eine DJ-Toilette dann? Eine DJ-Toilette macht... Was? Seit wann macht denn eine DJ-Toilette 100 Schaden? Und mit einer etwas anderen Strategie sieht es direkt viel, viel besser aus. Ich habe jetzt nämlich Titan Speaker Man hierhin gestellt und konnte dann direkt hier angreifen, schon ab der vierten Welle oder nachdem wir Geld gespart hatten, und kann auch hier hinten angreifen. Also ist das perfekt, um jetzt hier, wir sind auch auf der Evil Wave jetzt sogar, die aufzuhalten und nochmal extra Coins einzuheimsen. Und jetzt haben wir einen Titan Speaker Man in Welle 7 schon auf Max Level. Und jetzt sieht die Welt schon viel besser aus. Ich stelle jetzt mal direkt eine Booster-Einheit daneben, damit ich ihm... Ah, okay, nee, komm, ja. Nice. Ey, die Booster-Einheit ist so schlecht, ne? Also DJ TV Man ist eine sehr gute Booster-Einheit. Alle anderen Booster-Einheiten sind wirklich schlecht. Naja, wir upgraden den hier jetzt mal Stück für Stück, damit wir hier schon mal vom Boost profitieren. Ist der noch nicht in Range? Zählt das noch nicht als in Range? Oh mein Gott. Oh nein, Freunde, ist was ganz anderes passiert. Ich habe schlechte Nachrichten. Scheinbar, also im letzten Update, wurden einige Booster-Einheiten so eingestellt, dass die jetzt auch andere Einheiten verbessern können, ne? Die Booster-Einheiten haben halt noch nicht mit jeder Einheit funktioniert. Und sie funktionieren noch nicht mit Titan Speakerman. Das heißt, dass wir hier DJ Speakerman haben, ist komplett sinnlos. Weil ich habe den hier, den Titan, jetzt definitiv, der ist definitiv in Range. Und er kriegt keinen Boost ab. Das heißt, der Booster ist für den Hintern. Den können wir nicht benutzen. Toll. Und jetzt gerade sind wir wirklich gut im Game. Welle 20. Wir haben erst, glaube ich, 2, 3, 4, 5 kleine Toiletten durchgelassen am Anfang. Das lässt sich halt einfach nicht vermeiden. Aber wir haben 3 Titan Speaker Man jetzt hier auf Maximallevel. Und ich werde auch noch weitere hier platzieren. Dancing Speaker Woman macht halt wirklich gar keinen Sinn. Wegen dem Cooldown und der geringen Range. Die macht zwar genauso viel Schaden, aber Titan Speaker Man ist wirklich die einzige Einheit hier, die wir wirklich nutzen können. Alles andere kannst du echt vergessen. Und ey, Freunde, selbst wenn wir hier gleich 15 Titan Speaker Man stehen haben, glaube ich, dass wir wirklich ein Problem haben werden, den Hard Mode zu schaffen. Ich habe so beide Bedenken. Wir machen zwar 5000 Schaden pro Sekunde, ja, pro Einheit, ja, aber wir können keine Betäubung heilen, wir haben nicht so viel Range, wir haben keinen Flächenschaden, ist einfach schlecht. Das Glücksrad hat mir heute kein Glück gebracht. Und auf Welle 37 im Hard Mode haben wir hier, glaube ich, jetzt unser Ende erreicht. Es ist vorbei. Wer ist hier alles durchgekommen? 2x TV Dual Claw Toilet, beide noch mit über 200.000 Leben. Die kriegen wir im Leben. Im Leben kriegen wir die nicht gestoppt. Ich meine, hier sind gleich noch ein paar Titan Speakerman, die in Range sind, die hier nochmal angreifen können, aber... Es sieht schlecht aus. Jupp, die fahren hier einfach durch. Das interessiert die überhaupt nicht. Guck mal, das sind... Die machen einfach, was sie wollen. Oh Mann, Leute. Na gut, okay. Dann fahrt halt durch. Los. TV Dual Claw Toilets. Dann fahrt halt. Das war's, Freunde. Die können wir nicht... Oder wie, warte, wie viel Schaden machen die? Vielleicht... Oh, wir überleben das. Ey, wir haben das über... Okay, weiter geht's. Weiter geht's. Wir leben noch eine Welle. Okay, aber gut, viel mehr halten wir jetzt auch nicht durch, ne? Das muss man natürlich dazu sagen. Ist jetzt nicht so, dass das jetzt ultra krass viel ausmacht. Ob wir jetzt noch ein bisschen länger hier leben oder nicht, das wird da jetzt nicht viel ändern, weil gleich garantiert noch viel stärkere Einheiten kommen. Aber vielleicht, wenn wir noch ein paar mehr von den Titan Speakerman platzieren, vielleicht wird es dann...
Vielleicht wird es besser, man weiß es ja nicht. Wir können es mal probieren. Und wir haben jetzt hier das Maximum an Einheiten erreicht. 15 Titan Speaker Man, alle auf Maximallevel. Wir halten aber gerade durch. Es kommt gerade nichts durch. Also hoffen wir einfach mal und schauen mal, was passiert. Und irgendwie, frag mich nicht wie, haben wir es jetzt sogar geschafft, bis Welle 50 hier durchzuhalten? Hä? Keine Ahnung. Dadurch, dass wir eben schon was Hops genommen wurden, haben wir es jetzt trotzdem irgendwie bis hierhin geschafft. Jetzt haben wir hier diese TV Dual Claw Toilet. Dadurch, dass wir jetzt noch viel mehr Einheiten haben, kassiert das Ding auch ganz bodenlos. Wird komplett, ich meine, ihr seht es ja, komplett wegrasiert, ne? Mutant Toilet 2.0 haben wir jetzt hier noch. Kassiert aber auch ordentlich. Eine Minigun Toilet und jetzt haben wir hier noch den Boss. Den Boss vom Hard Mode. Boss Toilette 3.0. Und wir haben den, wir werden ihn easy besiegen und dann haben wir den Hard Mode nur mit Titan Speaker Man geschafft? Hä? Hey, okay. Ich nehm's an. Ich nehm's an. Danke. Vielleicht bin ich Toilet Tower Defense Profi? Vielleicht. Lasst einen Daumen nach oben und ein Abo da und vergesst nicht im Merch Shop vorbeizuschauen. Link in der Beschreibung.